Draußen Herbst, drinnen Bodeneintopf. Ich zeige euch heute, dass deftige Küche definitiv keine tierischen Produkte benötigt. Die Buschbohnen nehmen wir zuerst her. Enden entfernen. Dann hier halbieren und zur Seite packen. Kartoffeln schälen. Und würfeln. Karotten habe ich schon mal vorher gewaschen. Die schäle ich jetzt. Und dann würfeln. Zwiebel fein würfeln. Und dann machen wir weiter hier mit dem Sellerie. Den Lauch auch noch. Und einfach schöne Stücke schneiden. Der Räuchertofu. Sind schöne feine Würfelchen. Topf habe ich auf mittlere Stufe erhitzt. Öl rein. Und den Räuchertofu dazu. Und den wie Speck einfach so ein bisschen anbraten. Ja. Gemüse mit den Kartoffeln dazu und dann mit Gemüsebrühe ablöschen. Alle Sachen sind im Topf und bevor das jetzt köcheln darf, kommt ein mega Profi-Tipp, nämlich Lorbeer und Pfefferkörner in ein Tee-Ei geben. Dann muss ich nachher nämlich nicht alles einzeln rausfischen und kann das Tee-Ei einfach so rausnehmen. Und dann zack, hier am Rand und dann darf es köcheln. Dann machen wir hier die Bohnen rein. Und ich schmecke noch mal ein bisschen ab mit Salz und Pfeffer. Salz ein bisschen weniger, weil wir ja eine leckere Gemüsebrühe dran haben. Pfeffer darf da schön ein bisschen dran. Petersilie habe ich schon mal gewaschen. Die zupfe ich jetzt hier von den Stielen. Und nach dem Zupfen einmal schön fein hacken. So. Suppe ist fertig. Wir richten an. Sich pflanzlich zu ernähren, das ist ja auch so ein Prozess. Ich empfehle halt immer erstmal eine Zutat auszutauschen, wie beispielsweise jetzt dem Räuchertofu anstatt dem Speck, weil der hat ein super tolles rauchiges Aroma und dazu noch mega viele Proteine. Petersilie nicht vergessen. Hier schön drüber. Wow, schmeckt besser wie bei Oma und ich